Hallo und herzlich willkommen zu Mattings Warentest. Es heißt ja immer, dass E-Books demnächst ganze Bibliotheken ersetzen. Inzwischen ist es allerdings so, dass man mit den einzelnen Vertretern dieses Genres auch durchaus ein Regal füllen könnte. Drei neue Exemplare wollen wir diesmal ausprobieren. Das bekannteste der drei ist zweifellos der Sony Reader. Den gibt es jetzt in einer neuen Variante mit berührungsempfindlichem Bildschirm. Das hat den großen Vorteil, dass man wirklich mit dem Finger das antippen kann, was man sieht, und sich nicht extra mit irgendwelchen Menütasten zu dem einzelnen Punkt hinhangeln muss. Außerdem kommt man dem Buch ein Stück näher, weil man jetzt auch mit dem Finger umblättern kann. Der E-Book-Reader von Hexaglott heißt N518. Er besitzt ebenfalls einen berührungsempfindlichen Bildschirm, bisschen kleiner als der des Sony Reader. Der Nachteil des Geräts ist allerdings, dass man zum Aufrufen der einzelnen Menüs tatsächlich den mitgelieferten Stift benutzen muss. Also mit dem Finger hat man da keine Chance. Alternativ, wenn man auf dem Finger Wert legt, kann man natürlich auch die Tasten benutzen, aber das schmälert natürlich den Wert des Touchscreens. Das Cybook Opus vertreibt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels über seine Online-Plattform Librica. Entsprechend ist es natürlich sehr gut auch zum Anzeigen von Büchern aus dieser Plattform eingerichtet. Es ist aber auch universell kompatibel. Der große Vorteil dieses Geräts, das keinen Touchscreen hat und 250 Euro kostet, liegt darin, dass man trotz des relativ kleinen Bildschirms von 5 Zoll Diagonale Bücher sehr schön und auch in großer Schrift lesen kann, denn man kann den Bildschirm einfach herumdrehen und dann dreht sich auch die Bildschirmdarstellung. Alle drei Geräte zeigen, dass sich die hinter den E-Books steckende Technologie, die sogenannten E-Ink-Bildschirme, noch nicht wesentlich verändert hat. Nach wie vor liegt die Auflösung bei 800 x 600 Punkten und 4 bzw. 8 Graustufen. Das birgt für einen sehr guten Kontrast auch im Sonnenlicht. Man kann es also prima mit an den Strand oder in die Berge nehmen. Aber für die Darstellung von Illustrationen, Fotos und so weiter ist es nicht wirklich geeignet. Sony und Hexaglott haben auch MP3-Player-Funktionen eingebaut. Ob man die jetzt braucht, ist dem Käufer überlassen. Sind natürlich auch in jedem Handy und in jedem iPod inzwischen enthalten.